und die Odyssee ging denn eigentlich erst los, als Autos angehalten haben. Die beiden Autos, die angehalten haben, waren zufällig Polizisten aus Ostdeutsch-Scharmbeck. Die hatten wohl gerade Feierabend. Ein Polizist und eine Polizistin. Der Polizist, der hat mir, war natürlich ein Zivil, der hat mir mein Motorrad aufgehoben, Gott sei Dank. Hätte ich ja sowieso nicht alleine können. Er sagte denn, als ich gesehen habe, dass der Bremshebel abgebrochen ist, ja, da können Sie wohl nicht mit weiterfahren. Das müssen aber die Kollegen aus Bremen entscheiden. Und haben natürlich die Bremer Kollegen gerufen, die dann ja, nach 10 Minuten, Viertelstunde auch erst kamen. Ich habe derweil auf der Leitplanke gesessen und erstmal versucht, Luft zu kriegen. Naja, und dann kamen die Polizisten. Dann ist ihnen was passiert. Ich sage, nein, ich bin nur auf die linke Seite gefallen. Da habe ich das mit auf die rechte. Ich habe das mit dem Bein natürlich noch gar nicht realisiert gehabt. Und die dann immer nur, ja, haben sie sich ein Schlüsselbein gebrochen. Irgendwas, Oberkörper, haben mich abgedrückt. Dann kam die Feuerwehr. Die haben die ganze Auffahrt. Ist ja eine Auffahrt und Abfahrt. Die haben praktisch die Auf- und Abfahrt gesperrt gehabt. Also Polizei, Feuerwehr, drei Leute, die kamen auf mich zu, haben mich auch nochmal abgedrückt. Ich sage, nein, ist nichts passiert, ich fahre gleich mit. Meine Motorrad abschleppen, nach Hause bringen mit dem Abschleppdienst. Nein, wir haben den Krankenwagen gerufen. Ja, dann kam der Krankenwagen. Also ich weiß nicht, was sie da an Einsätzen alles mobilisiert haben. Wenn da irgendwas Schlimmes gewesen wäre, natürlich. Aber ich bin ja echt schon fast im Stand umgefallen. Also da konnte nichts sein. Und ich habe ja auch meine ganze Schutzkleidung angehabt. Also da war überhaupt nichts. Ich fand das alles ziemlich überzogen, was sie da gemacht haben. Naja, das hat die aber alles nicht interessiert. Die haben da ihren Stiefel durchgezogen. Und ja, dann kam der Krankenwagen. Dann nochmal drei Leute vom Krankenwagen. Ja, sie müssen jetzt mit ins Krankenhaus. Ich sage, ich muss gar nichts. Ist doch nichts passiert. Doch, sie müssen ins Krankenhaus. Sie können ja innere Verletzungen haben. Ich sage, ja, wenn ich auf die Nase falle, einfach umfalle, habe ich auch keine inneren Verletzungen. Was für ein Blödsinn. Naja, die haben drauf bestanden. Hat mich dann belabern lassen. Hätte ich mal nicht machen sollen. Okay, dann wollte ich ins Krankenfahrzeug einsteigen. Zwei Stufen da eben hoch. Nein, Sie müssen sich auf die Liege legen. Ich sage, warum soll ich mich auf die Liege legen? Ich kann ja laufen. Ist ja alles gut. Nein, Sie könnten was haben. Und dann wollten die mich da fixieren und damit absaugen, mit Luft absaugen, dass du da drin liegst. Sie könnten ja einen Wirbel gebrochen haben. Oder ich sage, ich bin doch nur umgefallen. Nun macht doch nicht so ein Firlefanz davon. Naja, habe ich mir auf die Liege gelegt. Die haben mich dann da mit mehreren Leuten mit der Liege reingeschoben. Und dann fing das an. Ja, wir wollen Ihnen Zugang legen. Ich sage, hier wird gar nichts angepikst. Hier wird kein Zugang gelegt. Lass mich einfach in Frieden. Ihr könnt mich ans Krankenhaus fahren. Dann können wir eben durchchecken. Und dann will ich nach Hause. Fertig. Ja, wir haben aber jetzt die Verantwortung für Sie. Ich sage, die Verantwortung für mich habe ich immer noch selber. Ja, aber wenn da irgendwas ist und ich sage, was soll denn sein? Ich bin doch nur auf die Seite gefallen. Das war das erstmal. Die wollten mir auch gleich eine Maske aufsetzen, obwohl sie wussten, dass ich COPD 4 Gold habe und auch gesehen haben, dass ich überhaupt keine Luft kriege. Aber nein, erstmal jemanden eine Maske aufsetzen. Ne? Dann haben sie mich ins Krankenhaus gefahren. Ich sage, ich hoffe, dass ich hier ins Diako komme. Das ist nämlich 2 Kilometer entfernt. Ja, das wissen wir noch nicht. Da habe ich schon gedacht, die fahren mich jetzt quer durch Bremen irgendwo ins Links der Weser oder sonst wohin. Und ja, ging dann auch ins Diako. Der Patient verweigert jede Maßnahme. Ich habe überhaupt nicht alle Maßnahmen verweigert. Die haben mich da angeschlossen an allen möglichen Scheiß, mich verkabelt. Ich habe mir auch einen Finger pieksen lassen, damit sie den Blutzucker messen können. Naja. Dann ins Diako und in Notaufnahmen. Die haben da ein Bohai gemacht. Möglichst viel Geld verbrennen, so ungefähr hatte ich das im Gefühl.
Ja, dann in die Notaufnahme. Dann kam eine Ärztin. Ja, ich bin Ärztin sowieso. Ziemlich junge. Und ich sage, ja. Ja, was haben Sie denn? Ich sage, ja, ich habe nichts. Das Einzige, das habe ich Ihrem Kollegen nicht gesagt. Ich bin auf die rechte Seite gefallen, da ist das Motorrad worauf gefallen, da kriege ich wohl einen dicken blauen Fleck. Naja, sie hat sich das angeguckt und sagte, ja, das kann ganz schlimm werden, wenn das jetzt noch dicker wird. Ich mache gleich ein Pflaster drauf, weil das auch aufgeschürft war. Und dann kühle ich das, kommt ein Kühlpack drauf und dann komme ich in einer dreiviertel Stunde wieder. Und wenn das dann nicht dicker geworden ist, dann können sie wohl auch nach Hause gehen. Ist ja okay. So. Dann haut die ab. Und nichts passiert. Ich denke, die wollte da doch ein Pflaster drauf machen, Kühlpack drauf packen. Gar nichts. 5 Minuten später kommt da so eine Krankenschwester, so eine ältere, eine Hilfskraft. Ja. Oh, soll ich da mal ein Pflaster drauf machen? Ich sage ja, das wollte eigentlich die Ärztin machen. Ach so, ein Kühlpack könnten wir da ja auch drauf packen. Ich sage, das wollte auch die Ärztin machen, aber die ist abgehauen und lässt mich hier so liegen. Na gut, sie Pflaster drauf, Kühlpack drauf. Dann kam sie 5 Minuten später nochmal rein, irgendwas holen. Naja, und ich hatte natürlich die Hosen schon ausgezogen und lag dann nur noch im Sweatshirt und war am Frieren. Habe ich mir natürlich meinen Pullover genommen und mir erstmal über den Oberkörper gelegt, weil ich natürlich mir nicht leisten kann, dass ich mich erkälte. Ja, soll ich Ihnen meine Decke geben? Ja, ja, die Ältere dann. So, ja, dann geben Sie mir mal eine Decke. Dann kommt sie an und gibt mir eine Decke, also die war so dünn. Sah aus wie eine Steppdecke, aber also ein Millimeter dick. So ein Scheiß. Naja, gut, hat sie mir zugedeckt. Das ging dann auch erstmal. War soweit okay. Und dann habe ich eine halbe, dreiviertel Stunde gewartet. Es tat sich gar nichts. Ich habe mal gerufen, hat sich keiner gerührt. So, dann irgendwann habe ich mal den Notknopf gedrückt. Nach einer Stunde, nach über einer Stunde kam da so ein älterer Hiwi. So, ja, die Ärztin wollten nach einer halben, dreiviertel Stunde nach mir sehen. Das nochmal messen. Und wenn das nicht dicker geworden ist, kann ich nach Hause gehen. Sie sind hier doch nicht alleine. Die ist im Notfall. Da müssen Sie jetzt warten, bis sie da rauskommt. Tja, so, wie lange soll ich denn da warten? Ja, es kann noch 2-3 Stunden dauern. Ich sag mal, wollt ihr mich verarschen? Naja, ich kann sie auch losmachen. Und dann unterschreiben sie, dass sie auf eigene Verantwortung nach Hause gehen. So, ja, ich warte noch eine Viertelstunde und dann gucken wir mal. Tat sich natürlich nichts. Zwischenzeitlich rief mich der Polizist an, um mir zu sagen, wo mein Motorrad hingebracht wurde. Dann kam wieder ein anderer Hiwi und machte mich da gleich an, machen Sie das Telefon leiser, weil ich ein Telefon nie ans Ohr halte, immer auf Lautsprecher. Den Lautsprecher dann ganz leise gemacht, irgendwann war es ihm leise genug. Naja, der Polizist hat mir dann gesagt, wo mein Motorrad steht. Alles gut. Und ja, dann habe ich angefangen, mich anzuziehen. Und kaum hatte ich die Hose an, wer stürmt rein? Die Ärztin. Auf einmal ist sie da. Was geht denn hier ab? Was ist denn hier los? Ich sage, ich gehe jetzt nach Hause. Ja, aber das geht doch nicht. Ich sage, werden Sie sehen, dass das geht. Er hat so meine Hose hochgeschoben, hat die Wunde nochmal gemessen. Ja, ist ein Millimeter größer, ist ein Zentimeter größer geworden, aber das wird wohl gehen. Taxi habe ich natürlich auch nicht bezahlt gekriegt. Und ja. Und dann bin ich habe mich angetüdelt. Ich hatte meine Medikamente ja auch nicht mit.